Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. Genau, und wir haben wieder ganz viele Aufgaben hier. Also immer noch wohl eher. Richtig. Und wir müssen das mit dem General eigentlich noch klären und mit diesem Typen in der Sicherheit quasi. Hier, Bailey. Ich würde sagen, wir machen das erstmal hier mit dem Bailey. Da weiß ich halt auf jeden Fall, wo man hin muss. Und, ja. Ich hoffe, das ist hier richtig. Ich glaube, ja, ich sehe Commander Bailey schon, also den Namen. Shepard, was verschafft mir die Ehre? Reden wir über die Freilassung von Jonas Sedaris. Sie auch? Jemand hat den Rat dazu gebracht, sie freizulassen. Ich verzögere das gerade. Was haben Sie damit zu tun? Das ist geheim. Sagen Sie doch gleich, dass es mich nichts angeht. Ich lasse diese Psychopathin jedenfalls nicht frei. Sie ist instabil und ganz klar eine Bedrohung. Wie instabil ist sie? Warum halten Sie sie für verrückt? Sie war eine üble Sadistin, bis sie ergriffen wurde. Die Haft hat sie völlig wahnsinnig gemacht. Vielleicht hilft ihr die Freiheit. Sie wütet rund um die Uhr, Shepard, und verlangt den Tod aller Feinde von Eclipse. Nein, in Freiheit würde sie töten, sonst nichts. Aber ich will sie sehen. Ich will zu ihr und das selbst beurteilen. Klar, Sie geben mir bestimmt recht. Vielleicht hört dann der Rat auf Sie und setzt den Befehl aus. Mein Assistent im C-Sicherheit-Bezirksaußenposten stellt den Kontakt zu Sedaris her. Danach melden Sie sich wieder. Okay, müssen wir also in den C-Sicherheitsaußenbezirksposten. John Dumbau? Commander Shepard, John Dumbau, Special Tactics and Recon. Ich habe Informationen, dass hochrangige Hanar-Beamte indoktriniert sein könnten. Das ist eine schwere Anschuldigung. Was haben Sie? Beweise für einen Angriff eines Allianzteams auf eine batterianische Forschungsstation, die Reaper-Technologie studiert hat. Die Batterianer hatten Reaper-Technologie? Der Angriff endete in einem Massaker. Und die Menschen hatten am Ende nichts. Ein Stromausfall sollte den Vorfall vertuschen. Es hätte Krieg gegeben, wenn die Batterianer es rausgefunden hätten. Aber wieso belastet das die Hanar? Sie unterhielten geheime Handelsbeziehungen zu den Batterianern und haben die Allianz zu der Station geführt. Wir vermuten, dass die Hanar-Agenten mit Batterianer-Tech entkommen sind. Laut ihren Berichten über die Reaper könnten sie bereits indoktriniert sein. Wer ist ihre Quelle für das alles? Ein Waffenhändler. Donovan Hawk. Unangenehmer Kerl, aber die Daten waren es wert. Dann möchte ich helfen. Und was soll ich dabei tun? Der Hanar-Agent ist jetzt ein Diplomat auf der Citadel. Ich kenne seinen Namen nicht. Und bei einer offiziellen Anfrage wird er untertauchen. Wir jagen ihn also. Ich verfolge verdächtige Übertragungen zur Hanar-Heimatwelt. Sie könnten mir helfen. Mal sehen, was ich im Spectre-Büro rausfinden kann. Danke, Shepard. Und noch was. Nicht jeder hat ihre Sorge wegen der Reaper angezweifelt. Ich hoffe nur, es ist nicht zu spät. Mhm. So, gut, dann müssen wir jetzt in unser Spectre-Raum. Ja. So, Spectre Terminal. Überwachen, was? Citadel Einreisegenehmigung? Ausbilder der Gusten Akademie haben um Räume auf der Citadel gebeten, um dort junge Studenten zu trainieren, die dem Angriff auf die Schule entkommen sind, sich aber noch nicht den Älteren im Kampf anschließen können. Die Citadel Behörden würden dem Ersuchen nachkommen, wenn der Spectre sich dafür ausspricht, die überwachen war. Überwachung der Hanar-Botschaft. Spectre-Zugangscodes können Datenschutzeinstellungen umgehen und auf Finanz-, Transit- und persönliche Daten aller Angestellten der Hanar-Botschaft zugreifen. Um das Auslösen von Überwachungsgegenmaßnahmen zu vermeiden, müssen die Daten direkt auf der Site aufgerufen werden. Navi-Punkte von Konsolen oder Zugangspunkten mit relevanten Daten werden auf dem Universalwerkzeug der Spectre markiert. Machen wir. Shepard, ich gehe die Sicherheitsberichte durch. Können Sie die Übertragung der Hanar-Botschaft überprüfen? Irgendeine Idee, was Sie zu finden hoffen? Verdächtige Übertragungen. Daten außerhalb der üblichen Botschaftsangelegenheiten. Wir haben also keine Ahnung. Wir werden es hoffentlich erkennen, wenn wir es sehen, Commander. Interessant.
So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch zur C-Sicherheit. Wo war die denn nochmal? Präsidiums und Haus, ist sie da? Ich glaube ja, ne? Ankunft im Präsidium und Haus. So. Ich meine, das wäre doch da hier, wo unser Kopf gerade quasi hingeht. Oh, was war denn da? Das ist General Oraka. Commander Shepard. Sind Sie General Oraka? Wieder im Dienst. Sie sollen gegen die Blue Suns vorgehen. Ich muss meinen Teil für die Citadel tun. Die Blue Suns überfallen Waffenlieferungen an C-Sicherheit. Ich werde das beenden. Diese Söldner gefährden die Verteidigung der Citadel, falls der Krieg bis hierher kommt. Wenn der Krieg hierher kommt. Es gibt auch andere Quellen für Waffen, General. Hab ich alles versucht. Es gibt einen Schwarzmarkthändler auf der Citadel, aber der verkauft seine besten Waffen nicht. Die Reaper vernichten alles auf ihrem Weg und ich kann sie nicht aufhalten. Aber ich kann die Blue Suns aufhalten. Ich besorge ihnen Waffen. Mal sehen, was ich für Sie tun kann. Freut mich, dass Sie helfen. Falls es nicht klappt, habe ich schon einen Aktionsplan. So, wir sollen also Waffen für ihn besorgen, damit er uns wahrscheinlich hilft. So, genau, hier C-Sicherheitsassistent, den meinte ich. So, hallo. Ich habe Kontakt mit Jonas Sedaris in ihrer Zelle. Sie können über diese Konsole mit ihr sprechen. Danke, wir brauchen Privatsphäre. Natürlich. Sie können danach auch Commander Bailey über dieses Terminal erreichen. Wer spioniert da jetzt wieder? Ah, ich sehe schon. Gut. Arias Zwangsarbeiter bringt mich endlich in die Freiheit. Ich möchte vor der Freilassung noch mit Ihnen reden. Lassen Sie es gut sein. Das Leben geht weiter. Natürlich. Sobald meine Feinde alle tot sind. Erstklassig, oder? Sogar hier drin müssen Sie mit mir verhandeln, weil ich die Macht habe. Ach, wirklich? Ja, mein Stellvertreter Sane ist eine willensschwache Kröte. Hätte er Eier, würde er selbst die Kontrolle übernehmen. Aber er widersetzt sich nicht. Er weiß es besser. Holen Sie mich jetzt raus, Shepard. Bailey soll mich freilassen. Bailey, ich war bei Sedaris. Sie ist verrückt, oder? Es wäre hirnrissig, sie rauszulassen. Ich finde eine andere Lösung. Sie ist eine Bedrohung. Ich versuche nur, das Problem zu lösen. Klingt gut. Ich mache nichts, bis ich von Ihnen höre. Okay, das hat halt gar nichts gebracht, ne? Gut, dann würde ich sagen, gehen wir wieder zu Bailey. Ist doch das richtige Vorgehen jetzt, ne? Denke ich mal. Hä? War da gerade was? Achso, das war wieder eine General Walker. Und sag ihn halt, er soll sich freilassen, dann gehe ich zum Schwarzmarkt, hol den noch Waffen für Oraka. Osaka, ist das nicht eine Stadt in Japan? Keine Ahnung. So, was wollte ich denn nochmal machen? Ach, ich wollte eigentlich zur Botschaft. Na egal, jetzt bin ich hier. So, hier ist doch irgendwo dieser Schwarzhändler bestimmt. Würde ich jetzt mal schätzen. Cyan, genau. Was ist mit den zugesagten Lebensmitteln? Die
werden ins Präsidium geliefert. Dann nehmen Sie Kontakt mit Commander Bailey von C-Sicherheit auf. Sagen Sie ihm, Gareth Vakarian würde es als persönlichen Gefallen betrachten, wenn er die Lieferung umleiten könnte, damit die Leute hier nicht verhungern müssen. Ja. Bereit machen, Männer. Darum bin ich nicht hier. Ich will über Jonas Sedaris Freilassung reden. Oh, dann koordinieren Sie das also, richtig? Es war meine Idee. Arya wollte die Unterstützung von Eclipse. Und ich hole auf diesem Weg den Boss raus. Sie brauchen Sedaris nicht. Sie sollten Eclipse leiten. Hä? Sie könnten das. Lassen Sie Sedaris im Knast und machen Sie den Deal selbst. Hm. Das wäre ein Aufstieg. Und Arya würde mir die Führung überlassen? Warum denn nicht? Okay, okay. Dann machen wir das so. Sedaris bleibt im Knast. Ich rufe sofort Arya an. Guter Mann. Bester Mann, bester Mann! Das war doch jetzt nicht alles, oder? Finden Sie Beweise gegen den Präsidiumsbotschaften? Okay. Und ich sollte doch eigentlich noch mit so einem Schwarzhändler hier reden. Heißen die Schwarzhändler dann ja, ne? So. Gucken wir mal. Wer ist das denn? Prediger. Danke, Mensch. Nee. Sie bringt auch nix. Er hat die Freilassung von Sedaris ausgesetzt, ausgerechnet auf Anraten von Arya Tilok, verrückt. Willkommen, Commander Shepard. Einen Moment, bitte. Huh? Ich wusste nicht, dass der noch einen Satz raushaut. So, hier soll ich jetzt wiederum Beweise finden gegen den Hanna oder für, je nachdem. Kanala-Export. Wir freuen uns über Ihren Besuch. Danke. So, Badafor. Sollte ich noch mit dir reden? Commander Shepard. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Balavon, Finanzberater. Wir haben einen gemeinsamen Bekannten, Admiral Anderson. Es war keine Überraschung, dass er den Kampf auf ihrer Heimatwelt aufgenommen hat. Er ist ein tapferer Mann. Wir brauchen mehr Leute wie Anderson, wenn wir gewinnen wollen. Korrekt. Und dabei kann ich Ihnen helfen. Eine größere Söldnergruppe bietet ihre Dienste jedem an, der sie aus einem von Reapern kontrollierten Gebiet herausholt. Wenn sie das tun, verstärken die ihre Armee. Danke. Vielen Dank für die Information. Sie sollten die Sache nur bald in Angriff nehmen. Die Reaper rücken viel zu schnell vor. Kommen Sie nach der Exfiltration zu mir. Ich bin noch eine Weile in meinem Büro. Der galaktische Markt ist ziemlich bewegt. Mhm. So, hier ist gerade keiner. Da ist auch niemand, mit dem ich reden kann, über irgendwelche Beweise oder auch nicht. Schließlich bin ich doch nicht der Grund. Hier ist keiner, hier ist keiner, hier ist keiner. Ich gehe mal in diese Wohnung hier. Auch wenn ich nicht glaube, dass man da irgendwo rein kann. Auch dieser Salariane, der die ganze Zeit rumläuft. So. Nee, hier ist auch nichts. Nee, da ist auch nichts. Achso. So, ist sie noch oder da oder überhaupt irgendwo? Mit
dem kann ich wieder nicht reden. Das ist wunderbar. Was ist das denn? Karmik. Mechanik. Hören Sie, ich will keinen Ärger. Ich habe einen Gewerbeschein und meine Waffen sind alle legal. Das sind nur leichte Waffen. Wo haben Sie Ihre Spitzenware? Scheiße, Sie arbeiten auch für C-Sicherheit? Mich hat deshalb schon der alte Turianer genervt. Ich habe wirklich bessere Ware, aber die ist unverkäuflich. Wenn die Reaper die Galaxie erstmal zerlegt haben, sind Credits wertlos. Was meinen Sie damit? Was genau wollen Sie mir sagen? Was auch geschieht, es wird Überlebende geben und Chaos. Und dann wird alles über Tauschgeschäfte abgewickelt. Darauf bereite ich mich vor. Meine beste Ware gibt's nur für Gebrauchsgüter und echte Artefakte. Und was wollen Sie haben? Also, wie komme ich an Ihre Schätze ran? Der Turianer hat mit Credits rumgewedelt und dann draufgespuckt. Sie sind flexibel, das gefällt mir. Wenn Sie beim Retten der Galaxie was Seltenes finden, bringen Sie es mir. Und ich teile dann meine Topware mit C-Sicherheit. Kein Thema. Ansonsten gibt's bei mir nur diese Waffen. Credits helfen mir nichts. Wenn C-Sicherheit meine beste Ware ist. Das heißt, ich muss Artefakte finden. Willkommen in der Citadel Geschenkeboutique. Um. Ja. Quasi, Waffen zu kriegen. Das ist eine Möglichkeit, ja. So, hier ist aber sonst irgendwie keiner, der irgendwelche Beweise hat. Ich, Hallo, Shepard. Glaube nicht, dass Liaba und Edi irgendwas wissen, aber. Wenn ich nochmal mit Orakel rede, bringt das wahrscheinlich nichts. Wenn Sie keine neue Quelle für Waffen für C-Sicherheit finden, stelle ich selbst eine Einsatztruppe gegen die Blue Suns zusammen. Ne, Befehl zur Ermordung von Orakel. Nein, ich arbeite dran. Ich besorge die Waffen, General. Ich begrüße Ihre Bemühungen, Commander. Aber ich war schon zu lange untätig. Ich kann nicht mehr einfach nur zusehen. Mhm. Ich rede nochmal vorsichtshalber mit Edi. Ich habe bemerkt, dass auf der Citadel häufig öffentlich Zuneigung bekundet wird. Das Vorkommen ist unproportional hoch. Jeder kann morgen schon tot sein, Edi. Zueinander zu finden gehört zu den wenigen Dingen, die noch möglich sind. Ich frage mich, ob die Kroganer das auch so empfinden. Ja. Ich glaube, hier ist uns nichts. Ich habe das Stock, ich muss noch in das eine Stock weg hier. Da war ich, glaube ich, noch nicht, oder? Nee, doch, das ist das, wo die sind. Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. Ramali Rosenkov, das bringt mir halt alles gar nichts. Hier ist keiner. Ja, ne? Willkommen, Commander Shepard. Einen Moment, bitte. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder auf die Normandy. Ankunft in Andockbucht D4. Ich weiß. So. Okay, auf die Normandy zurück und los. Und ich will sagen, da machen wir einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.